So, in diesen und in den folgenden Videos soll es dann jetzt mal um die Mantelflächen von Rotationskörpern gehen. Vorher hatten wir uns ja um die Volumina gekümmert und haben das ja nun naja, erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt geht es also um die Mantelflächen von Rotationskörpern und wir hoffen natürlich, dass es da einen ähnlich schönen Satz gibt wie für die Volumina und diese Hoffnung trügt auch nicht. Ja, also die wird erfüllt. Es gibt also diesen Satz, der jetzt sagt, okay, wenn wir so eine Funktion haben, die definiert ist auf dem Intervall von A bis B nach R, ja, und sie darf nicht ganz beliebig sein, sondern sie soll stetig differenzierbar sein. Ja, also wir wollen auch, dass sie differenzierbar ist. So, wenn ich eine stetig differenzierbare Funktion habe mit f größer gleich 0 natürlich für alle x aus dem Intervall, weil nur dann haben wir einen ordentlichen Rotationskörper. Dann gilt die Aussage des Satzes, nämlich die Mantelfläche des Rotationskörpers, dadurch entsteht, dass wir den Graphen um die x-Achse rotieren lassen, ist, ja, was ist das denn jetzt? Das ist ein Ausdruck, der sieht so aus. Das ist 2 Pi. Ja, also 2 Pi wundert uns schon mal nicht, weil wir rotieren ja. Und dass da irgendwie plötzlich 2 Pi auftaucht, wir erinnern uns, der Umfang von so einem Kreis ist ja 2 Pi R. Und deswegen wundert uns schon mal dieser Term 2 Pi nicht. Und jetzt kommt aber eben was anderes, das ist ein bisschen technisch unangenehmer. Also das Integral von A bis B. Okay, das wundert vielleicht auch nicht, wenn man an den vorherigen Satz denkt. Und jetzt kommt f von x mal und dann die Wurzel von 1 plus f' von x in Klammern zum Quadrat. Also davon bitte schon die Wurzel und das Ganze natürlich dann dx. So, und das ist also die Formel, mit der wir die Mantelfläche von solch einem Rotationskörper berechnen können. Die ist natürlich auch jetzt nur halb schön. Ne? Warum? Weil, okay, dieses f von x, dass das hier auftaucht, ist völlig okay. Hier taucht die Ableitung von f auf. Das wäre vielleicht auch noch nicht so richtig schlimm, aber dann wird das Ganze noch quadriert, plus 1 gerechnet, davon bitte schön die Wurzel genommen. Ja, und dann auch multipliziert mit f von x. Das heißt, diesen Term als geschlossenen Ausdruck, wenn man ein f hat, dann zu integrieren, könnte richtig knifflig sein. Ja, und in vielen Fällen ist das dann auch eine ziemlich harte Nuss. Es gibt wenige Fälle, wo das eigentlich ganz einfach ist. Ja, aber trotzdem im Allgemeinen ist dieses Integral oder dieser Integrant einfach ziemlich garstig. Ja, dass das aber nicht immer so der Fall ist, das will ich mal zeigen an Beispiel. Ein Beispiel, was natürlich auch ganz besonders einfach ist, damit man keinen Schreck bekommt. So, da habe ich mir mal wieder den Zylinder genommen. Ich habe hier mal das Bild wieder genommen, den Zylinder. Sie sehen, wenn ich den Zylinder als Rotationskörper erzeugen will, dann kann ich einfach ein F nehmen, was konstant in diesem Beispiel 2 ist. Wenn ich das dann ganz so rotieren lasse, dann kriege ich halt diesen Zylinder. Jetzt geht es um die Mantelfläche, also alles das, was hier bunt angemalt ist. Es geht nicht um diese Kreisflächen am Anfang und am Ende des Zylinders, sondern nur um das, was hier so also durch die Rotation entsteht. Das ist ja gemeint mit Mantelfläche. Ja, man achte darauf, dass ich Mantelfläche sage und nicht Oberfläche. Die Oberfläche von Zylinder würde diese beiden Kreisflächen am Anfang und am Ende natürlich mitrechnen. Die Mantelfläche drückt das aus, was nur durch die Rotation entsteht. Okay, wenn ich so einen Zylinder habe, gibt es da irgendwie zwei Größen, auf die ich achten muss. Einmal ist es durch der Radius, ne, von der Grundfläche hier, habe ich hier Radius reingemalt. Und das Integral geht dann eben halt von 0 bis r. Und die Funktion f ist dann einfach genau der Wert h. Das heißt, es ist dann genau die Höhe meines Zylinders. So, und jetzt sehe ich, dass ich das genau falsch rum gemacht habe. Okay, na, machen wir mal eine schnelle Änderung. Hier ist natürlich dann der Radius. So, und hier, das ist in Wirklichkeit die Höhe. So, da habe ich also etwas grundsätzlich verkehrt gemacht. Okay, aber das haben wir jetzt ja live gefixt. Und jetzt müssen wir also nur noch gucken, ob wir jetzt wunderschön diese Mantelfläche ausrechnen können. Können wir natürlich, weil wir haben ja jetzt diese Formel. Ja, also die Mantelfläche ist also 2 mal Pi. Und dann das Integral von a bis b, also von 0 bis h. Und dann habe ich die Funktion, muss ich hinschreiben. Ich schreibe das nochmal hin, f von x mal dann die Wurzel von 1 plus f' von x zum Quadrat dx.
So, und weil diese Funktion so freundlich leicht ist, ist das Ganze auch nicht sonderlich schwer. Also 2π, dann das Integral von 0 bis h. F von x ist ja einfach nur konstant r mal jetzt die Wurzel von 1 plus, ja, was ist die Ableitung von dieser konstanten Funktion? Das ist natürlich 0, das ist natürlich sehr einfach. So, das Ganze kollabiert natürlich also einfach zu dem Wert 1. Das heißt, es ist einfach nur das Integral über r. Ne? Und das kann ich jetzt leicht ausrechnen. Das ist also 2pi und dann das Integral von 0 bis h und dann nur konstant r dx. So, und selten war ein Integral so leicht zu auszurechnen. Das ist also 2pi. Dann haben wir das, die Stammfunktion ist einfach rx. Das in den Grenzen von 0 bis h. Und dann bekommen wir halt raus 2pi. Und dann habe ich rh minus r mal 0. Und das ist also 2pi r mal h. So, und das ist halt tatsächlich die Mantelfläche von einem Zylinder. Ja, und Sie sehen, das ist gar nicht so schwer. 2pi r, das ist genau der Kreisumfang. Und mal h, das ist eben halt dann, das Ganze multipliziert mit der Höhe dieses Zylinders. Und das ist natürlich sonnenklar, dass das genau die Mantelfläche von einem Zylinder ist. Also das heißt, an diesem sehr einfachen Beispiel können wir jedenfalls sehen, dass die Formel auf jeden Fall mindestens plausibel ist. Ja, und was wir natürlich jetzt machen müssen, ist ein Beweis dieser Aussage. Der ist durchaus knifflig. Das heißt, es ist ziemlich zäh, aber das können Sie dann selber entscheiden, ob sich die Videos dazu, die ich machen werde, angucken oder nicht. Im nächsten Video mache ich erstmal ein Beispiel, wo ich dann die Mantelfläche von einer Kugel berechne. Denn das kann man freundlicherweise auch noch relativ einfach machen.